Sendung, in der Sie alles erfahren, was Sie schon immer wissen wollten. Wir sind auch heute wieder hochkarätig besetzt. Entschlossene Gesichter blicken mich an und es wird schwer heute, ich sage es euch. Es wird sehr, sehr schwer. Die Zuschauer haben sich große Mühe gegeben. Herr Balder, wir haben doch Herrn Dittrich dabei. Ja. Ich habe vor nichts Angst. Ja. Ich habe die meisten eingesandt. Frau von Sinn hat von nichts Angst, das weiß ich. Ich kenne sie Herr jetzt Dittrich hat alle Fragen eingesandt. Ach so, das hast du gar nicht gehört. Unter Pseudonym. Natürlich. Zum Beispiel unter dem Pseudonym Balder. Melanie Kuhlmann. Aus Bremerhaven. Okay. Melanie glaubt jetzt, sie sei Olli Dittrich. Das stimmt aber nicht, denn Melanie, Sie sind Melanie, ich weiß es. Und Sie wollen Folgendes wissen. Was ist die Flitterwochenkrankheit? Angst nach der Hochzeitsnacht. Wie jetzt? Ja, wenn man Angst hat nach der Hochzeitsnacht. Man hat geheiratet, die ganze Show ist vorbei, man hat die Hochzeitsnacht gehabt und nächsten Morgen, low, ob man das noch mit den Flitterwochen machen soll, dann lässt man es sein. Bei mir war das damals so. Ja, verdammt. Also praktisch eine Angstkrankheit, eine Phobie. Eine Phobie vor? Nee. Nein, es ist eine Allergie, das ist etwas aus dem Jahre 1852, ein Arzt damals aus Sachsen, hat das attestiert. Und zwar ist das etwas, was sich kurz vor Weihnachten abspielt. Zu dem Zeitpunkt wurde Lametta erfunden. Also so Flitter, was dann... Okay. Nee, also sehr schön, ja. Ja. Aber es handelt sich wahrscheinlich um eine Geschlechtskrankheit, Herr Balder. Man geht doch davon aus, dass in den Flitterwochen noch richtig was los ist. Ja. Ich nehme an, eine Art Wundschmerz im Schritt. Sagen wir es mal so, der Weg, den Sie eingeschlagen haben, Frau von Sinn, ist nicht der verkehrteste. Na bitte, na bitte. Wir sind zwar noch ziemlich entfernt von der richtigen Lösung, aber die Richtung stimmt. Vielleicht ist es einfach eine Schwangerschaft. Oh. Die Bezeichnung für Schwangerschaft nur von sehr viel früher, als man das noch als, ich würde sagen, vielleicht auch Krankheit angesehen hat, weil man noch nicht so recht wusste. Was wird es denn jetzt? Ja. Ja. Ach, dass der Bauch. Ich merke gerade, dass ich aus dieser Nummer nicht mehr rauskomme. Nee, also es hat was mit Krankheit zu tun, das ist richtig. Gut, das heißt ja auch Flitterwochenkrankheit. Kommt jetzt wahrscheinlich. Ja, okay. Es hat auch was im weitesten Sinne mit Geschlechts. Aber nur im weitesten. Wir reden also zum Beispiel nicht von einer Dauererektion oder einem Scheibenkrampf. Richtig. Woher wollen Sie denn das wissen? Bei meinem letzten Scheibenkrampf, also bei meinem letzten... Ich habe es gesagt, ich wollte die Menschen nicht enttäuschen. Du, hast gesagt, bei deinem letzten Scheidenkrampf? Ja. Bist du völlig wahnsinnig? Nein, krank. Okay. Nein, ich glaube, es hat etwas zu tun mit dem vielen im Bett liegen. Es ist eine Hüftdysplasie. Und zwar, wenn man... Ich habe keine Ahnung, was eine Dysplasie ist, aber es klingt gut. Das ist, wenn man einfach Hüftschmerzen hat vom ständigen Aufstehen, weil man sich ja auch duscht. Dann wäre ich eher für eine Allergie gegen Bettwäsche, gegen Baumwolle, gegen Polyester, gegen Seide. Das klingt interessant, ist aber falsch. Bitte? Ist es vielleicht einfach eine Art der Impotenz, so wie man sagt, die Angst des Torwarts vorm Elfmeter, sagt die Angst des verheirateten Mannes, wenn man das erste Mal rubbelt die Katze. Und dann ist es aber vielleicht einfach das Problem, dass man nicht in der Hochzeitsnacht, obwohl man gerne, man hat ja gerade geheiratet. Also genau das Gegenteil, was ich vorhin sagte, ist wahrscheinlich auch falsch. Auch falsch. Richtig, ja. Ich freue mich. Das hast du nicht wirklich gesagt. Sind es vielleicht Schluckbeschwerden? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Frau von Sinnen, Frau von Sinnen. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ich wollte mal mit meinem ganzen Wissen protzen hier heute. Ich glaube, es sind Ohrenschmerzen. Warum das denn? Ja, und zwar, man kennt das doch, wenn man in Flitterwochen wegfährt, dann hat man doch hinten am Auto, hat man doch diese Dosen hängen. Und wenn man jetzt zwei Wochen mit Dosen hinten dran so eine Radtour macht oder sowas, dann hat man einfach tierische Ohrenschmerzen. Besonders, wenn man hinten sitzt. Ja, wenn man eine Dose ist halt zum Beispiel. Also, ich war eine Dose. Ja, ich war eine Dose. Bei der Frau dann. Ja, ja. Bei der Frau, ja. Ja. Nee, bei der Frau ist, ich bin eine Dose. Ja, ja. Nein, es ist alles falsch. Ja, ja, nee, ist klar, Herr Balder, ist klar. Dann weiß ich es auch nicht. Das ist jetzt aber schön gesagt, Cordula. Also Cordula weiß es auch. Wer weiß es denn noch nicht? Könnte es eine Geisteskrankheit sein? Vielleicht. Ich habe Flitterwochen, ich habe geheiratet. Ah! Du hast recht. Du hast
dass diese Mädels, die vor die Schaufenster gehen und irgendwie sagen, ach, das Kleid ist aber schön, sind aber wahrscheinlich so trollig dick und können, ne, oder so. Alles klar. Super, du schaffst ja Sympathien. Ich lasse eine kurze Schnittpause. Ja. Danach. Ich fand, der Geschlechtsverkehr ist ja ziemlich nah dran gewesen. Also zumindest wurde das eben mal so gesagt. Das ja, ja, ich habe ja gesagt, das geht es alles. Es hat irgendwas mit Betten, Liegen oder zu tun. Oder wem? Pimpern. Mhm. Pimpern. Ja, also, mit dem. Ach, Pimpern ist bei Ihnen. Ja, es ist halt mal. Ja, Herr Holger, man steckt da nicht drin. Ach, ne? Kinder. Nee, das ist ja das Problem. Also bevor das hier ausartet, wollen wir doch mal wieder auf ein Niveau zurückkehren, das wir alle vertreten können. Ja, Flitterwochenkrankheit, ich glaube, ihr seid völlig überfragt. Ich werde es euch sagen. Richtig. Flitterwochenkrankheit ist die ärztliche Bezeichnung für die weibliche Blasenentzündung. Hä? Ja. Und zwar... Weil immer, man liegt nackig auf dem Bett. Frauen leiden aus anatomischen Gründen sehr viel häufiger unter Blasenentzündung als Männer. Und empirisch gesehen ist der Zusammenhang von Blasenentzündung und Geschlechtsverkehr, es ergibt einen Zusammenhang auf jeden Fall. Und früher trat das eben bei den meisten Frauen nach der Hochzeit auf, in den Flitterwochen. Und daher Flitterwochenkrankheit. In Amerika heißt diese Flitterwochenkrankheit übrigens bis heute Honeymoon-Zystitis. Honeymoon-Zystitis. Honeymoon-Zystitis? Honeymoon-Zystitis. Kennst du, ne? Eine Blasenentzündung. Melanie Kuhlmann, 500 Euro für Sie. Ich gratuliere. Kommen, weil ich in meinem Leben noch keine Blasenentzündung vom Geschlechtsverkehr mit einem Mann bekommen habe. Aber immer, wenn ich auf einem kalten Stein zu lange gesessen habe, was dann... Was Männer ja oft sind. Frau Mann, sind, da Sie das ja nicht kennen, so müssen Sie sich den Geschlechtsverkehr mit einem Mann vorstellen. Ja, aber das habe ich ja immer schon geahnt, deswegen mache ich es ja nicht. Sehen Sie. Und Sie werden lachen, ich auch nicht. Wir kommen zu Heinz Willem Jankort. Aber ich habe einen Schaden, ja. Jetzt bin ich hier wieder. Oh Mann. Das ist aber sehr albern heute hier. Ja, Heinz Willem Jankort kommt aus Greven, liegt bei Münster. Und Heinz Willem möchte gerne wissen, was sind Niedertreter? Steigbügel? Steigbügel beim Pferd? Nein, nicht Steigbügel, Niedertreter. Ja, Steigbügel beim Pferd, nicht Steigbügel. Niedertreter. Findet ihr nicht, das hört sich... ganz bei Null anfangen? Ach so, jetzt verstehe ich es. Nein. Okay. Findet ihr nicht, das hört sich unglaublich nach Ernte an? Seht ihr nicht auch Stiefel, die Korn, die Weizen, Gerste, Mais niedertreten, um irgendetwas zu ernten? Oder Weintrauben im Fass. Weintrauben im Fass. Genau. Richtig, genau, ja, mein Fehler, genau, sagt du. Ist das nicht der Liedsänger von Bab? Der heißt Niedecken. Wolfgang Niedertreter. Nein, der heißt ja Niedecken, heißt der. Ich glaube, Niedertreter, das ist die pädagogische Bezeichnung für Kinder, die einen extremen Drang verspüren, auf den Boden kriechende Ameisen zu zertreten. Das wären ja Todtreter. Ja. Legst die nieder, also das sind die sehr nieder. Also ich glaube, aber ich finde es nicht schlecht von wegen Pädagogik, weil der alte Mann auch nichts sagt. Vielleicht ist es wirklich... Ja! Ich weiß jetzt nicht, wer Sie meinen. Nein, aber vielleicht ist es ja wirklich was aus der Pädagogik, dieser Hang, Niedere zu treten, zu demütigen. Ja. So ein Sadismus von Kindern. Ich gebe euch eine kleine Hilfe. Es ist ganz einfach. Ja, es stammt aus dem Bereich der Mosel. Dort wird ja Wein... Aus welchem Bereich? Aus dem Bereich der Mosel. Der Mosel. Ja, dort wird ja Wein angebaut. Ja, ja. Und dieser Moselwein. Und dieser Wein wird ja gepflückt und kommt in Bottiche. Und diese Bottiche werden von weit her getragen, auch wiederum weit hinein in Katakomben, die hierfür... Ich will schauen, wie ich den Satz zu Ende bekomme, aber ich schaffe es. Hineingetragen werden. Und dort sind junge, mittellose Menschen, die darum gebeten werden, diese Weintrauben ein wenig herunterzutreten.
Das ist so, das habe ich mal im Fernsehen gesehen. Ja, ja, aber das sind es gibt einen Adriano Celentano-Film, da wird das gemacht. Das sind keine Niedertreter. Die Niedertreter heißt dieser Film. Ja. Mit Adriano Celentano. Nach 2 Kilometer auf einem Pferd. Als Fass, genau. Ja. Die Frage ist jetzt, ob es auch Hochtreter gibt. Aber wenn der Herr Balder sagt, dass es so simpel ist, dass wir schon wieder nicht drauf kommen, sind es Schuhe. Ich weiß Flache es, Schuhe. Der Schuhe. Mensch ist ein Niedertreter, weil er geht halt, also er geht nicht hochkant, also hoch, sondern runter. Also die Füße sind hoch. Beim Menschen immer unten. Nee, dann wäre es ja genau umgekehrt. Dann müssten Säugetiere oder Vierbeiner Niedertreter sein, weil der Homo sapiens an sich steht ja eher hoch. Das sind Steinböcke. Das sind Steinböcke, ja. Wo die Hinterbeine kürzer sind. Nein. Weil die immer von oben nach unten laufen. Quatsch. Die müssen ja auch wieder runter. Ja eben, Niedertreter. Nein, aber das mit dem Hochkant habe ich nicht verstanden. Wie, der Mensch geht nicht hochkant. Der geht nicht hochkant. Der geht ja nicht aufrecht. Der hat ja die, also aufrecht. Ich fange neu an. Aufrecht der Mensch hat den geht. Bitte? Also ich wiederhole mich ungern. Entschuldigen Sie, Frau Stratt. Also der Mensch... Ich sage zum dritten Mal, ja. Dass der Mensch, und damit bin ich mir ganz sicher, die Füße unten hat. Gut. Okay. Und das so. Befindet sich also im niederen Bereich. In den Niederungen sozusagen. Also wenn der Mensch die Füße oben hätte... Wäre er ein Obertreter oder Hochtreter. Da kennst er aber, Mensch, wie ich jetzt zum vierten Mal sage, die Füße unten hat, ist er ein Niedertreter. Ja, man sagt auch im Volksmund Untentreter. Ein Paarhufer. Ja. Nein. Also es fiel ja eben ein Wort, da horchte ich auf. Eins, innerlich von euch fiel ein Wort. Wer Steinbock. Sagte das denn? Da horchte ich innerlich auf, habe aber nichts gesagt. Welches Wort mag das gewesen sein? Ja, welches Wort mag das gewesen Wort sein? Das Wort und. Schon wieder. Wessen Wort? Das Wessen? Wort Säugetiere? Nein. Homo sapiens? Nein. Der Pädagogik? Mensch? Kinder? Es fiel das Wort Schuhe eben. Schuhe, Schuhe. Und zwar von wem? Ja, Herr Dann ist von mir, Herr Hohecker. Flacher von Schuh. Mir. Ich habe flacher Schuh gesagt. Ich habe flacher Schuh gesagt. Ist das so eine Fußmatte ganz einfach? So eine Fußmatte, wo herzlich willkommen draufsteht? Nee. Nein. Schuhe. Was, vielleicht Schuhe? Sind es Handschuhe. Es gibt Plateauschuhe und Niedertreter, und Niedertreter sind Sandalen. Nein, Niedertreter sind keine Sandalen. Aber Pantoffeln. Aber Turnschuhe. Flache ist es Schuhe. Eine aber Art? Flache Schuhe. Ja, das habe ich ja wie gesagt. Wie heißen die denn? Flipflaps, Espadrillos. Ich bin so froh. Mokassins. Wir sind ja ganz nah dran. Sagen Sie mal ein anderes Wort für Pantoffeln. Hausschuhe. Was sind das für Hausschuhe? Niedertreter. Filzpantoffeln. Von Romika. Klapperlack. Ja, Einlegesohlen. Pantoffeln, also, wir bleiben mal bei Pantinen. Den Hausschuhen. Was sind Niedertreter für Hausschuhe? Soweit sind wir ja schon. Das möchte ich gerne wissen. Wie sehen die denn aus? Ja, da ist ein Loch drin, wo der Fuß reinkommt. Ja, ist ja klar. Und auf der anderen Seite kein Loch, damit da drin bleibt. Das sind die Dinger mit Fußbett. Socken mit Sohle. Ja, mit Gummibeschichtung. Das sind diese kleinen Kinder. Wo diese kleinen Teddybären und genau, drauf sind, damit man nicht hinfällt. Auf den Boden rutscht. Genau. Ja, die habe ich auch immer. Ja, die ist super geil. Aber das Problem ist, dass mir Kindergröße 26 echt zu groß ist. Ihr kommt nicht auf das Einfachste. Ihr kommt nicht auf das Einfachste, deswegen werde ich es euch sagen, Socken. Damit Heinz Wilhelm Jankort aus Greven 500 Euro bekommt. Niedertreter ist die offizielle Bezeichnung für Hausschuhe, die an der Ferse keine verstärkte, sondern eine weiche Kappe haben. Das heißt, man kann diese Schuhe nach dem Hineinschlüpfen hinten entweder hochziehen und sie geschlossen tragen, oder man kann diese Ferse unten lassen und dann trägt man sie als Schlappen. Wer braucht denn sowas? Das weiß ich nicht. Jetzt wird's lustig. Florian Stoll aus Riedstadt-Wolfskehlen, das liegt in Hessen, hat folgende Frage. Wie überlistet das Männchen des ostafrikanischen Buntbarschs das Weibchen zum Oralverkehr? Moment! Haben Sie gesagt Buntbarsch und handelt es sich um einen Fisch? Ja. Und wir reden bei Fischen von Oralverkehr? Ja. Wie überlistet das Männchen des ostafrikanischen Buntbarschs das Weibchen zum Oralverkehr? Möchte gerne ja, Florian Stolz. Das finde ich ganz einfach. Ja, dann sagen Sie mal. Der tarnt seinen Schniedel als Mund und das Weibchen denkt, ich will den küssen und dann schon. Aber
Das ist eine interessante Vorstellung von Oralverkehr mit Unter Wasser gibt es ja keine Geräusche. Achso, das ist so. Das sind wieder Indianer. Das sind Indianer. Das waren Indianer. Also es ist nicht so, dass diese Frage jetzt besonders schlüpfrig ist. Alle Leute, die sich damit auskennen, werden dieses Thema auch beherrschen. Ich glaube, dass der mit seinem Geschlechtsteil durch irgendwelche Algen schubbert, die sich dann an seinem Schniedel festpappen und weil das Weibchen das besonders gerne isst, kommt die, denkt lecker essen und gleichzeitig holt die dem einen runter. Die beißt dann da rein. Beißt rein, knabbert, lutscht, was man eben beim Oralverkehr so alles macht. Reinbeißen eben. Vielleicht gucken die ein schmutziges Video, Ariel, die Meerjungfrau. Ja. Yes. Der überredet sie. Buntbarsch. Buntbarsch. Ja. Ostafrikanisch. Wie überlistet das Männchen? Also das Buntbarsch-Männchen überlistet das Weibchen zum Oralverkehr. Er wendet einen Trick an. Ja, welchen? Ja. Welchen? Auf den Trick bin ich gespannt. Da freuen sich die. Da freuen sich er Menschen. Er verkleidet sich. Ja. Als was? Als Hai. Als Schwarz-Weiß-Barsch. Nein, es geht nicht. Als Pflanze. Damit das Weibchen da reinschwimmt und denkt, da findet sie vielleicht kleine Fische und zack ist der, aber dann macht's mir, Baby, macht's mir. Ja, ja. Verkleidet sich das? Verkleidet sich, fanden Sie die richtige Richtung? Herr nein, nein, verkleiden nein, nein. tut sich nicht. Das wäre auch aber umständlich so ohne Ärmchen. Ach, das ist ein Fisch, der in der Lage ist, die Struktur seiner Haut zu verändern, die Farben zu verändern. Und ja, der, also das ist ein klassisches Beispiel für jemanden, der sich umdreht. Also das sieht dann so aus, als wäre hinten der Kopf und vorne wäre nicht der Kopf. Und ja, dann braucht er sich dann nur umzudrehen. Ja, aber dreh dich als Buntbarsch mal um, nur das ist eine Heidenarbeit. Ja, das ist nicht so einfach. Ich glaube ja, dass einfach nur das Weibchen ist ein Maulbrüter und die Grundannahme ist aber gar nicht so falsch, wenn ich diesem Schelm Blick mal kurz sind Maulbrüter, Herr Hohecker, so, Barsche das ist sind richtig. Maulbrüter, ja. So. Und der also überredet die gar nicht, der sagt einfach, komm. Darf ich mal fragen, wie Fische überhaupt Geschlechtsverkehr ausüben? Also, wenn es da heißt, er überlistet sie zum Oralverkehr? Da kann man ja schon keine Fische mehr essen, wenn man denen so ein aktives Sexualleben unterstellt. Das ist doch jetzt nur bildlich und symbolisch gemeint, Frau von Sinn. Was ihr alles diesen Tieren unterstellt. Nein, also wir nicht. Also bei Fischen Florian Stoll. Ja, dann soll der mal herkommen und das erklären. Ja. Da möchte Wie machen die das denn sonst? Also normalerweise schmeißen die ihre Eier wohin und schwimmt ein Fisch Also der Barsch ist ein Maulbrüter, so weit waren wir schon. Genau. Richtig. So, also was passiert das jetzt? Das heißt, es gibt, Entschuldigung, ich muss das jetzt wirklich nochmal nachfragen. Es gibt keine Situation, wo Fische übereinander schwimmen und sich begatten. Sondern das Weibchen gibt doch die Eier. Mantas. Weil das sind Autos, fliegen. Die begatten sich. Ja, natürlich, doch, unter Wasser. So, und dann kommt der kommt Fisch. Smart raus. Natürlich begatten sich Fische. Also richtig in einem Geschlechtsakt. Natürlich Fische begatten sich Fische. Schwimmen aneinander rum und Barsche, machen sich's schön. Ja, Barsche sind Maulbrüter, das wissen wir jetzt. Was heißt denn Maulbrüter? Dass die Eier im Maul liegen. Des Weibchens. Des Weibchens. Richtig. Deshalb frage ich mich ja, warum er sie überreden muss. Sie müsste doch ihn überreden. Nein. Damit aber jetzt denken Sie doch mal weiter. Das heißt, diese Eier, die wollen jetzt natürlich befruchtet werden. Das heißt, er schwimmt einfach in ihren Mund, rubbelt die Katz, schwimmt wieder raus und drin sind die Babys. Nein, nein. Das wäre ein Verkleid. Er brütet. Ein Buntbarsch ist ja ein Fisch, der heißt ja auch auf Latein Faber. Ja? Ach. Er hat einen Tuschkasten und einen Pinsel. Also, habe ich das jetzt richtig verstanden? Es geht darum, dass andere Fische ihre Laich irgendwo ablegen, der Barsch an sich aber seine Eier in seinem Maul behält. Ein Maulbrüter. Das heißt, sie überredet ihn also zum Oralverkehr. Nein, nein. Sie will ja, dass die Eier befruchtet werden. Ja. Also zurzelt sie sich den Samen bei ihm aus dem, was auch immer dafür vorgesehen ist, bei einem Fisch heraus, weil sie die Eier im Maul hat. Und das sind die Rotaugen. Und deswegen überlistet er sie zum Oralverkehr. Aber wie? Er überlistet aber auch Weibchen zum Oralverkehr, die an sich gar nichts von ihm wollen. Das ist ja im Menschenreich nicht anders. Haie zum Beispiel. Also wir sind ja ganz nah dran. Der Bernhard Hoecker wusste ja schon wieder, dass Barsche Maulbrüter sind. Das ist die Voraussetzung, um diese Frage beantworten zu können. Da sind wir ja schon ganz nah dran. Wenn wir das jetzt mal einfach weiterdenken. So ein Weibchen, ein Barsch, ein Buntbarsch-Maulbrüter-Weibchen.
Ja. Hat Eier im Mund. Oder auch nicht. Er hat ja gerade gesagt, es muss nicht die Eier im Mund haben. Oder auch nicht. Muss diese Eier aber nochmal des Befruchtens wegen ans Männchen abgeben. Zum Beispiel an die Unterseite des Körpers. Nein, es geht ja scheinbar nicht nur um die Eier. Ich habe eine Idee. Der beschäftigt zwei Kumpel, die praktisch von, sagen wir mal, so ein Rotauge und den blonden Hering zum Beispiel. So, und die kommen quasi von hinten und drücken dem mit Eiern in dem Mund stark gestopft und aufgeblähten Weibchen von rechts und links so ein bisschen so an die Seite, dass die Eier so vorne rausfallen. Und dann schnappt die so hinterher. Und dann weiß ich auch nicht weiter, aber es war gerade ein hübsches Bild, dass er zwei Kumpels hat. Es ist nicht der Mann trägt die Eier. Ja, also, das finde ich gut. Der Mann, ja, natürlich ist es gut, dass der Mann die Eier trägt. Aber das finde ich gut und selbst die. Ist ja bei, genau. Männchen, bei Menschen auch so. Genau. Ja. So funktioniert der Mann nicht, aber er kam gut. Schon so nicht. Genau, sie muss die Eier bei ihm irgendwo rauszurzen. Ich sag's euch jetzt, ich sage es euch ganz einfach. Also wir wissen, dass das Maulbrüter sind und das Buntbarschmännchen hat auf seiner Afterflosse Flecken, die den Eiern der Buntbarsche täuschend ähnlich sehen. So, und diese Eiattrappen, die locken das Weibchen beim Ableichen an, und zwar nahe an die Genitalöffnung des Männchens. Dort sitzen diese Flecken. Und die Weibchen versuchen, die am Hintern des Männchens aufgemalten Eier ins Maul zu bekommen, weil sie Maulbrüter sind. Es sind aber gar keine Eier, es sind ja nur diese Flecken. Und in dem Moment, wo das Weibchen das Maul öffnet, spritzt das Männchen sein Sperma in das Maul des Weibchens hinein und die Eier sind befruchtet. In dem Moment. Können die nicht einfach reden drüber vorher? Ja. Die wollen nicht drüber reden. Es ist einfach für das Buntbarschweibchen eine optische Täuschung. Das hat die Natur so eingerichtet, damit der Junge möglichst viele Weiber kriegt. Wie verstehen die sich so? Die macht doch dann und watsch, macht das einfach. Ich glaube, der kriegt hinterher ganz schön was zu hören. Das kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall kriegt Florian Stoll 500 Euro. Ich gratuliere Ihnen. Sehr gut. Aber Sie haben eben gesagt, es geht auch um Weibchen, die keine Eier im Maul haben. Und jetzt hieß es doch gerade, dass der seinen Samen abspritzen kann, um die Eier zu befruchten. Ja, aber wenn die Eier im Maul haben, dann versuchen die immer noch mehr zu kriegen. Also die wollen ja alle Eier, die sie finden, müssen sie ja reinnehmen, weil sie ja eben Maulbrüter sind. Und dieser männliche Barsch nutzt das schamlos aus. Die Sau, ey. Ja. Ja. Schon gemein. Wo sitzt denn bitte im Publikum Corinna Renke? An sich kommt sie aus Korchenbruch. Da. Corinna? Ach nee. Corinna Renke. Aus Korchenbruch. Corinna Renke hat eine Frage, es geht um 500 Euro und Corinna möchte wissen, was ist eine Piephacke? Eine Piephacke? Eine Piephacke. Ist das aus der Gartennutzung? Da gibt es doch diese eine Hacke, die vielleicht Piephacke heißt, die so ein bisschen seitlich gebogen ist, hinten so drei rechenähnliche Dinge hat, die so ein bisschen aus wie ein Piepvogel. Wie viele rechenähnliche Dinge hat die? Vier? Zwei. Eine. Drei, eine. Entschuldigung, drei. Und vorne wird so reingedingst und hinten, und das sieht aus wie so ein Vogel, der halt auch Piep macht. Falsch. Ich verlasse den Saal. Mist. Piephacke. Ja, das sind die Füße vom Vogel. Hat der Niedertreter auch an? Piep. Piep. Die Piephacke. Also die Hacke ist der Fuß vom Piep. Ja, vom Vogel. Er war auch jahrelang in der Hand. Piephacke, das ist der Bruder von Piet Klocke. Der ist aus Flensburg. Ist ja, sehr schön. Piephacke. Ich glaube ja, es kommt aus der Unterhaltungsbranche. Ja. Und zwar gibt es ja, gerade zu Karneval gibt es ja diese Hammer, die vorne so ein Plastikding drauf haben. Und wenn man die anderen auf den Kopf haut, macht es immer. So, jetzt stelle man sich. Das ist ein Piephammer. Ja, Moment, ich bin ja noch nicht fertig. Ach so, Entschuldigung. Jetzt stelle man sich das nicht als Hammer vor, sondern als Hacke. Dann macht es nämlich als Hacke. Ich weiß es, es ist ein Begriff aus dem Plattdeutschen. Es ist ein Begriff aus dem Plattdeutschen und zwar heißt, auf Plattdeutsch heißt die Pfeife Piep. Das ist eine Piep. Ja. Matrose mit einer Piep im Mund. Ja. So. Und der macht die ja sauber. Ja. Und da gibt es ein kleines lustiges Besteck, das kann man so auseinanderfalten. Da ist einmal so ein kleines Drückerhämmerchen drin, dann ist da so ein Dings und eben so eine kleine Hacke. Eine ganz kleine Hacke. Piep. So eine Mini-Hacke. Hacke. Also die Hacke, die Bastian vorhin schon meinte, nur in klein. Richtig. Eine Piephacke. Nicht für den Garten, sondern für die Pfeife. Die Gartenkralle. Ja. Nein.
Die Frau, die das fragt, kommt aus Korschenbruch. Da hat man solche Pfeifen gar nicht, ne? Piepacke. Siehste. Zuhören. Es sieht nicht schlecht aus für Corinna. Ein Vogel? Corinna. Ein Vogel? Ist es ein Vogel? Es ist kein Vogel, nein. Es ist aber ein Tier. Es ist doch kein Tier, nein. Ein Insekt. Das ist ja auch ein Tier. Ja. Ich sage jetzt noch ein Schwein. Es ist kein Tier. Also ist es ein Mensch? Es ist auch kein Mensch. Es ist ein Gegenstand. Sagen wir, ist es vielleicht auch eine, also wenn wir vielleicht bei Piep mal bleiben, eine kleine Pfeifenfrau zum Beispiel, wenn man irgendwie mal mit dem Flugzeug abstürzt und feststellt, man hat noch so eine Weste, man ist im Meer, hat man noch so eine kleine Pfeife, die so macht und alle, man glaubt, man würde dann gerettet werden. Sowas vielleicht, diese kleine Pfeife irgendwie? Nein, nein. Nein. Ich glaube, ihr habt überhaupt keine Ahnung. Das glauben wir übrigens auch. Das sehe ich auch so. Ja. Dann lösen wir es einfach auf. Bitte. Ihr wisst es wirklich nicht. Piepacke ist auf jeden Fall ein Fall für den Tierarzt. Piepacke. Ach, eine Krankheit, oder? Piepacke bezeichnet man jede Anschwellung des Fersenhöckers beim Pferd. Einfach. Das Pferd hat hinten über dem Huf so einen kleinen Höcker hinten. Und wenn ein zum Beispiel... Hohecker. Ja. Achso, ein Höcker. Zack. Wenn zum Beispiel durch Hufschlagen oder Ausschlagen... Nicht, wenn die Jungs und Mädels sich dann da irgendwo stoßen und dann schwillt das an beim Pferd. Mhm. Das nennt der Veterinär Piephacke. Ja, Corinna Renke, also. 500 Euro Cash. Piephacke. Wir kommen mal wieder zu einer sehr bekannten Redensart. Und zwar Alexander Matthias Pego aus Ahrensburg möchte wissen, woher stammt die Redensart aus der Schule plaudern? Man plaudert aus der Schule. Ja. Woher kommt das? Wenn man von der Schule kommt. Was heißt denn aus der Schule plaudern überhaupt? Wenn man verstehen wir sehr denn viel darunter? Weiß, über das man sehr viel Bescheid weiß und das erzählen kann. Also genau. Man erzählt über das, was einen selber ausmacht zum Beispiel. Richtig. Ja. Richtig. Ja. Es könnte aber auch im übertragenen Sinne bedeuten, dass man viel von früher erzählt, weil ja die Schulzeit in der Regel, also bei dem einen oder anderen nicht, wenn man das Abitur nachholt zum Beispiel oder später nochmal auf dem zweiten, dritten, vierten Bildungsweg und so weiter. Aber normalerweise ist ja die Schule findet statt, wenn man noch klein ist. Ja. Wenn man sagt, plauder doch mal aus der Schule, dann könnte man damit meinen, man erzählt aus einem reichhaltigen Leben. Mhm. Das gefällt mir, wie du das könnte hier auch das sein. Das ist ja sehr schön, aber ich möchte wissen, woher diese Redensart stammt. Aus der Schule. gesagt, aus der Schule. Aber ja, aus Deutschland. Also im Prinzip, gar nicht, so, aus im Prinzip gar nicht so falsch aus der Schule. Aber aus welcher? Und warum? Ich wäre durchaus bereit, mit euch wieder ins Mittelalter nach Jerusalem zu latschen. Bibel. Heißt nicht aus der Schule plaudern auch zum Beispiel... im übertragenen Sinne heute etwas sagen, was man vielleicht besser nicht sagen soll. Für sich behalten sollte. Aus der Fahrschule, wo man mehrfach hin muss und den Idiotentest nochmal machen. Nein. Ja, so hat jeder etwas erlebt in seinem Absolut. Leben. Absolut, ich habe da sehr viel gesehen. Aus der Schule plaudern. Also wenn das heißt, was Sie sagen, dann nehme ich an, dass Schule ein Geheimnisträger war. Irgendein Röhrchen, was Boten transportieren mussten und heimlich gelesen haben und dann aus der Schule etwas verraten haben. Könnte Schule mal ein Behältnis gewesen sein, so ein Rohr, die wo man Schatule? Was... Ja, sowas, wow, irgendein übertragenes Ding. Es ist Ding. Schon... Die Schule. Es hat schon was mit Schule zu tun. Es ist zwar eine Schule, wie wir sie heute nicht mehr kennen, das ist richtig, aber es hat schon was mit einer Schule zu tun. Ich würde nur gerne wissen, was es ist. Dann würde ich Schule sagen, war. Wir sind bei Priestern, Mönchen, Kirchen, ja. Keine schlechte Idee. Keine schlechte Idee. Aber es handelt sich nicht um Priester. Mönche. Auch nicht um Mönche. Wann könnte das denn gewesen sein, zum Beispiel? Mittwoch. Wann? Nicht Mittwoch. Gut, von mir aus Mittwoch. Einigen wir uns auf Wann den Mittwoch. In welchem Jahr? Bei den alten Griechen. Bei den alten Griechen. Ja. Da sind wir schon mal richtig. Also sind Was wir bei Philosophen. Wir sind bei den Philosophen. Sokrates, Hüsemüsch, schieß mich tot. Ach. Die Schule des Sokrates. Der ist doch gestorben. Gut. Weil der ist doch völlig wurscht, ob der gestorben ist. Ja, kannst du den ja mal fragen, ob dem das egal ist. Bleiben wir doch mal bei den Philosophenschulen. Das ist ja richtig. Philosophenschulen in der griechischen Antike. So, was war denn da? Da wurden sehr, sehr viele Thesen erstmal das erste Mal festgelegt. Ja, wenn der Mensch über sich selber nachdenkt. Erste pädagogische Studien, anthroposophische Studien wurden da zum allerersten Mal gemacht. Ja, die wollten vor allen Dingen unter sich eben bleiben. Die wollten Steiner elitär vor sich hindenken und wollten wahrscheinlich die Bürger nicht wirklich beteiligen an ihren tollen Erkenntnissen. Und deswegen war das nicht gern gesehen, wenn die Schüler ihr Wissen
raustrugen in ihre Wohnstuben oder in, zu ihren Brüdern und Schwestern und Eltern. Das ist im Prinzip richtig, aber im Prinzip stimmt's ja. Nur ich möchte ein ganz bestimmtes Wort hören. Diese Schüler in diesen Philosophenschulen. Eine Schweigepflicht. Ist doch völlig klar. Und zwar, es ging so um alte Griechenland, die Schulen. Wie kannst du denn einfach Schweigepflicht sagen, wenn du nicht weißt, warum? Und die, es gab damals eine Schweigepflicht in diesen philosophischen Schulen. Und wer die gebrochen hat, der ist natürlich, also der hat sowas von aus der Schule geplaudert, dass man gesagt hat, hey, vergiss es. Exakt sowas. Na, Leute, super, es geht genau so war es. Angehörigen in den Philosophenschulen der griechischen Antike waren zum Schweigen verpflichtet. Und wer trotzdem aus der Schule plauderte, der musste mit entsprechenden Sanktionen rechnen. Daher kommt das. Es gibt kein Geld für Alexander Matthias Pego aus Ahrensburg. Claudia Auffenberg aus Borchen. Auffenberg aus Borchen. Möchte gerne wissen, warum segnet der Papst jedes Jahr am 21. Januar mehrere Lämmer? Er hat so einen damit Film die, gesehen, wo Jodie Foster... Genau, damit die schweigen, ja. Damit die schweigen. Nein, weil das sind die drei, die dann zu Ostern richtig als Osterlamm herhalten müssen und unter großem Zeremoniell dann irgendwie in irgendwelchen alten Ritualen geschächtet werden. Nein. Jedes Jahr am 21. Januar segnet der Papst mehrere Lämmer. Dann ist das eine alte Tradition, weil mal drei Lämmer wieder irgendwas gemacht haben. Was Heilige drei Könige hatten noch drei Tiere mit dabei. Die heiligen drei Lämmer. Es geht wie viele sind das Lämmer? Denn? Mehrere. Ach so, und mehrere. Eine undefinierte Zahl? Ja, mehrere. Also manchmal vielleicht 20, manchmal 15, 18, wie so viel wie gerade. Lassen. Jedes Jahr? Jedes Jahr. Und das hat jeder Papst gemacht oder nur? Jeder Papst. Nur die besten. Nur der jetzige. Nein. Das hat jeder Papst. Ist am 21. Januar ist das Winterende? Nee, ne? Am 21. Januar. Was ist das für ein Datum, 21. Januar? Mittwoch. Bitte Anfang ist im Dezember. Nee. Vielleicht, damit sie ungeschoren davonkommen. Sehr schön. Ja. Hat irgendeiner der ganz frühen Päpste angefangen und ab dann hieß es, das war schon immer so, das wird so weitergemacht. Ja. Bums aus. Ja, also in die Erklärung, in die Richtung wollte ich auch gehen. Es hat irgendwie was mit Freizeitgestaltung zu tun. Der Papst an sich hat ja doch sehr viel zu tun. Er hat ja jeden Tag Obi et Orbi und schieß mich schon. Aber am 21. Januar haben die überhaupt nichts zu tun, die Pope. Oder sagen, hör mal, da sieht man mal ein paar Lämmer, haben wir wieder was zu tun. Zur Entspannung, der dreht sein Zepter um und puff. So eine ABM-Maßnahme, Buddy. Ja, ABM-Maßnahme. Vielleicht wird mit der Wolle der heilige Stuhl ausgekleidet. Und der wäre kein heiliger Stuhl mehr, wenn die nicht vorher... Genau, mit der Wolle wird aber was geklöppelt. Ein Schal. Auch ein schöner Schal für den Papst. Ein Kissen, eine Fahne, ein... Aus der Wolle dieser gesegneten Schafe wird etwas hergestellt. Richtig. Und Sie wollen jetzt wissen, was? Ja. Ein neues Schaf. Nein. Moment, wenn er die Lämmer segnet und die etwa, dann brauchen die ja ungefähr drei, vier Monate, bis die fertig sind. So, dann ist ja Ostern. Und das Eierwärmer. Ostergewand, weil an Ostern... Eierwärmer. Ostern. Die Klorolle vom Papst. Auf hier, diese Klo-Mützen, die hinten im Auto vom Papst. Ja, das ist gut, Herr Weiler. Die Klorolle, die hinten in seinem Papamobil liegt. Ja, im gläsernen Auto. Aus der Wolle. Also der segnet die Lämmer und aus der Wolle wird was gemacht. Ja. Das ist richtig, aber was? Das würde ich gerne wissen. Vielleicht tatsächlich Mäntel für arme Menschen. Für St. Martin. Das wäre gut. Mitte ist aber leider nicht so. Also, Socken. Teppich. Socken. Bettjäckchen. Vorleger. Bettvorleger. Mhm. Der Baldachin. Der Baldachin. Der Hugo Egon Baldachin. Was wird denn überhaupt aus Wolle hergestellt? Ja. Was wird denn überhaupt aus Wolle dann hergestellt? Was macht man mit Wolle? Stricken, häkeln oder was? Spinnen. Ah, mit Wolle, natürlich, der hat so eine Strickliesel. Und, ja, und da macht er so, da gibt es so einen ganz langen heiligen Strang. Gibt das Ihr werdet Strang. Nicht drauf kommen. Heiligen Strang. Ich werde es euch sagen. Also, aus dieser Wolle werden die sogenannten, ich weiß nicht, ob er sie kennt, ich kannte sie nicht, die Pallien hergestellt. Pallien, das sind weiße Wollbänder, in die sechs schwarze Kreuze eingelassen sind.
Und diese Wollbänder werden neu ernannten Erzbischöfen vom Papst überreicht. Das sind mit Sicherheit Schals. Tolle Sache. Und Schal ist hier mit Sicherheit gefallen, Herr Balder, dass da Kreuze sind und Weiß und Bischof. Ja, aber darauf wäre doch kein Mensch gekommen. Das ist doch kein Schal, Frau von Sinn. Das ist ein Wollband. Ein großes, dickes, breites Wollband mit schwarzen Kreuzen. Herr Balder, Sie machen mit uns, was Sie wollen. Ich möchte gerne, dass Claudia Aufenberg 500 Euro kriegt. Ist ja gut. Sie jetzt so. Ja, also. Für mich nur 250 Öcken gekriegt. Wenn von Ihnen dieses Wort Palien gefallen wäre, hätte Palien! Ja! Ich gebe Ihnen gleich Palien, Herr Balder! Sehr schön, das war 500 Euro für Claudia. Wenn auch Sie 500 Euro haben möchten, dann schicken Sie uns einfach eine schöne Frage. Genial, daneben 50 6 und 6 Köln. Oder Sie rufen an 01378 10 11 20 oder Sie schicken eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Wir sind klüger, einige sind reicher. Das war Genial daneben. Schönen Sonntag.